ein Sonnenaufgang, eine Dünenlandschaft in der Wüste. Nein, Urlaub ist es nicht gerade, denn dafür stammen diese Bilder aus einem zu ernsten Umfeld. Sie können aber helfen, denn wer einmal in die Röhre musste, der weiß, das kann ein sehr beklemmendes Gefühl sein. Wenig Platz, gepaart mit fremden Geräuschen, das ist eine Herausforderung. In den Kliniken Erlabrunn kann das nun anders werden, mit einem neuen MRT, das nun zur Verfügung steht. Dieses neue Gerät ist erst seit dem vorigen Jahr überhaupt auf dem Markt, von der Firma Philips entwickelt. MRT-Geräte werden üblicherweise mit Helium gekühlt, wovon bei älteren Geräten bis zu 1000 Liter gebraucht werden. Dieses Gerät braucht nur noch 7 Liter Helium. Und wenn einmal ein Defekt auftritt, wird das Helium auch aufgefangen und wird nicht in die Umwelt abgeblasen. Das Zweite ist, dass wir hier eine sehr große Patientenöffnung haben von 71 cm, sodass auch dicke Patienten hier reingehen. Bis zu 250 Kilo ist das Gerät zugelassen. Und auch Platzpatienten können wir hier gut untersuchen. Neuer Komfort in den Kliniken Erlabrunn. Das Prozedere ist aber nach wie vor das gleiche. Die Patienten werden auf einer Liege in das MRT geschoben. Im Gerät wird der Körper durchleuchtet und so entstehen Schicht für Schicht die Aufnahmen der zu untersuchenden Bereiche. Neu ist aber, dass den Patienten ein Spiegel vor die Augen gesetzt wird. Weil das Gerät die große Öffnung hat und weil in dem Gerät ein Entertainment-System verbaut ist, welches dem Patienten über ein Spiegelsystem ein Videobild einspielt. Und man hat dann das Gefühl der Weite und Offenheit. Und wir haben bisher in den 4 Wochen, die wir es jetzt betreiben, da schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Zudem wechseln im Raum die Lichtstimmungen, was zusätzlich für Entspannung sorgt. Vor allem die Patienten des eigenen Hauses werden das neue Wohlfühl-MRT nutzen können. Insbesondere, so der Chefarzt, werde es von der orthopädischen Abteilung gern für die Wirbelsäulendiagnostik genutzt. Aber auch Knie- und Hüftgelenke und Beckenuntersuchungen stehen auf der Tagesordnung. Ambulante Patienten, die privat versichert sind, dürfen wir auch untersuchen. Bei Patienten, die über die gesetzliche Krankenkasse versichert sind, ist es eben leider sehr unterschiedlich. Manche Krankenkassen bezahlen uns die Untersuchungen, die bei den großen Krankenkassen AOK und Barmer leider nicht. Das ist schade, weil wir eben, wie gesagt, auch gute Erfahrungen mit Platzangstpatienten hier haben. Die hatten wir ja auch schon in dem alten offenen Gerät. Und insofern sollten sich die Kassenvertreter das vielleicht nochmal überlegen. Es helfe schon manchmal, einfach bei seiner gesetzlichen Krankenkasse nachzufragen. Viele Kassen würden dem problemlos auch zustimmen. Ein Sonnenaufgang wird es zwar weiterhin nicht sein, wenn eine MRT-Untersuchung notwendig ist. Aber sie kann angenehmer sein als bisher. Zum Wohle des Patienten, wie es in den Kliniken Erlabrunn eben üblich ist.